Hey's, ihr Höhlenforscher, und willkommen zurück bei Let's Play Fallout 3. Ja, wir sind hier unten in Little Lamplight, das haben wir ja letzte Folge entdeckt. Ich will mich ein bisschen umgucken, es ist sehr schön hier unten, wie die Kinder hier so leben. Sehr interessant. Ich glaube, wir werden noch einiges erfahren. Oh, hi. Nicknack. Hey, lassen wir jetzt schon Mungus rein oder was? Ich habe keine Schüsse gehört, also wollen sie uns wohl nicht überfallen, oder? Nee. Wenn sie nicht hier sind, um uns auszurauben, hätten sie zumindest was Cooles mitbringen können. Also, wer sind sie und wie sind sie hereingekommen? Ein bisschen freundlicher, ein bisschen Respekt hier, ein Freund. Ich bin aus der 101, hab ein paar deiner Freunde vor den Sklavenhändlern gerettet. Ich bin der Held, der deine Freunde gerettet hat. Ist das cool oder was? Boah, da, bei dem Satz komme ich mir voll alt, würde ich mir voll alt vorkommen. Nicht schlecht. Klasse, dass sie zurückgebracht haben. Oha. Sie haben nicht zufällig noch mehr mitgebracht, oder? Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstigen Schnickschnack? Ich bin übrigens Nicknack und führe den Laden hier unten. Wenn Sie was tauschen wollen, kommen Sie zu mir ins Souvenirgeschäft. Warum heißt du Nicknack? Eigentlich heiße ich Nick, aber weil ich Schnickschnack sammle, nennen mich alle Nicknack. Nicht alles ist so kompliziert, wie es aussieht. Du siehst aus wie einer von YMCA. Was hast du da an? Können Sie mir etwas reparieren? Sie, vor allen Dingen. Kannst du mir was reparieren? Klar! Lasergewehr, Kampfflinte. Immer. Ja, komm, hau rein. Handeln wir. Ich verkaufe dir mal ein bisschen was. Nee, erstmal verkaufst du mir was. Bags, ja, guck mal her. Sonst hast du Muni? Also Muni. Die brauche ich, ja. Schuhpatronen nehme ich auch mal mit. Oh, aufbereitetes Wasser. So, dann verkaufen wir ihm jetzt mal ein bisschen was. Die 32er Pistole zum Beispiel. Habe ich die vorher auch schon benutzt? Schalldämpfer. Splittermine, kannst du alle weghauen. Sturmgewehr. Weiß ich gar nicht. 10 mm Pistole mit Schalldämpfer. Schmutzige Businesskleidung. Ich glaube, hier ist nichts. Metallschellen, das kann man verkaufen. Vorkriegsgeld, das kann man verkaufen. Zündflamme kann man verkaufen. Cherry Bomb nicht. Die wiegt ja nichts, das ist nicht so schlimm. Ich weiß nicht, ob ich die... Werden wir jemals einen Schalldämpfer brauchen? Naja. Binden. Wir sehen uns später. Man weiß ja nie, wann ich wieder etwas Tolles finden werde. Ja, genau. Kommst du hier oft raus anscheinend. Okay, hier darf ich nichts mitnehmen. Das war ja klar. Lasst uns gehen, Leute. Ich darf hier nichts mitnehmen. Das würde ich an Ihrer... Ja, das lasse ich auch sein. Ist ja okay. Okay, das ist das Souvenirshop. Das ist die Great Chamber. Keine Ahnung, was das ist. Da hinten geht es, glaube ich, raus. Toiletten... Ich glaube nicht, dass ich da was drin finde, aber ich gehe mal trotzdem rein. Leere Brause. Ja, hier, der ist an der Brausenflaschenkrankheit gestorben. Der hat zu viel getrunken. Hä, das ist doch deren Klo hier, oder? Verstehe ich das richtig? Die gehen hier auf Toilette. Warum räumen die nicht die Leichen weg, die hier rumliegen? Ist doch voll... Für die Atmosphäre ist es doch voll... Scheiß. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn hier noch Leichen rumliegen, ist das schon schlimm genug. Ja. Gut, da hinten ging es, glaube ich... Jetzt hab ich schon wieder vergessen, was da hinten war. Ich glaube, da hinten war nur dieser Ausgang, ne? Hallo. Ach, dich habe ich ja schon gesprochen. Little Lamplight also... Okay, gehen Sie rein, aber ich werde Sie nicht aus den Augen lassen.
Sie machen keine Dummheiten hier, verstanden? Ich dulde keine verdammten Idioten, die hier Unruhe stiften. Das ist auch vernünftig. Ich will keinen Ärger. Na toll, welchen Empfang für einen heimkehrenden Helden. Heul doch, Riesenbaby. Sie sind immer noch ein Mungo. Und ich habe Mungos noch nie gemocht. Wollen Sie eine Party oder was? Kaufen Sie sich unter den Mungos ein paar Freunde. Die können Ihnen dann sagen, wie toll Sie sind. Gute Idee? Möchte ich dir was verraten? Du wirst auch irgendwann erwachsen werden. Dann bist du auch alt und runzlig. Wieso sorgst du hier für Recht und Ordnung? Wie wir uns hier organisieren? Haben Sie sich schon mal umgesehen? Die reine Anarchie! Und ich will's verdammt nochmal genau so haben. Wir können nicht alle für immer hier bleiben. Also müssen wir irgendwann gehen. Und es gibt nicht viel da draußen, auf das man sich freuen könnte. Wir haben einfach unseren Spaß, solange wir hier sind. Und hier und da sorgt ein unbarmherziger kleiner Bastard wie ich für Ordnung. Wie bist du hier zum Chef geworden? Ist gar nicht so kompliziert. Jedes Kind kann Bürgermeister werden. Die meisten wollen nur nicht die Verantwortung einer Führungsrolle übernehmen. Meistens bleiben sie im Amt, bis sie keine Lust mehr haben oder einen Arschtritt vom neuen Bürgermeister bekommen. Einmal dauerte das nur 5 Minuten. Ich mache das jetzt schon seit 3 Jahren. Das macht mich für die meisten Kinder zum Bürgermeister auf verdammte Lebenszeit. Da habe ich nichts dagegen. Sie sagten, jeder muss irgendwann weg. Die Leute werden anders, wenn sie erwachsen werden. Hier unten wollen wir keine Mungos. Deswegen gehen wir alle nach Big Town, bevor wir zu alt sind. Die Kinder, die hier im täglichen Überlebenskampf aufwachsen, sind besser auf die Welt vorbereitet als die verhätschelten Weicheier von draußen. Mhm. Es wird aber auch Zeit. Ich glaube, der hat nicht so eine Ahnung. Ja. Du weißt doch gar nicht, was abgeht, mein Freund. Food. Klopf, klopf. Hey, lassen wir seit neuestem auch Mungos rein? Hab keinen Aufruhr gehört. Also nehme ich mal an, Sie sind sowas wie ein Gast. Was soll denn so toll an Ihnen sein? Einen Grund muss es doch geben, warum Sie hier reingelassen wurden. Knapp, knapp. Du siehst scheiße aus. Ich bin aus der 101, hab ein paar Freunde von den Sklavenjägern. Ich bin der Held, der deine Freunde gerettet hat. Das ist absolut cool. Einfach spitze, dass Sie sie zurückgebracht haben. Ja. Haben Sie sonst noch was mitgebracht? Vielleicht ein paar Geschichten, Witze oder Erfahrungen, die Sie mit den Leuten hier teilen wollen? Ich bin Knock. Ich halte die Leute hier bei guter Laune. Will du ein paar Häschenwitze austauschen, musst du an meine Tür klopfen. Okay, den fand ich gar nicht so schlecht. Weil ich habe da so eine Witze im Hinterkopf, die ich selber kenne und die sind lustig. Du sagst, du bist verantwortlich für die Stimmung. Was meinst du damit? Bist du eine Stripperin? Du siehst nämlich so aus. Ja. Nun, eigentlich patrouilliere ich und sorge für Ruhe. Ich sorge dafür, dass die Leute zufrieden sind und nicht in Schwierigkeiten geraten. Ist der Frieden einmal flöten gegangen, ist's vorbei mit der Ruhe. Also, kabumm, Witze, wollen Sie einen hören? Tja, lass mal hören. Der wird Sie umhauen. Klopf, okay. Klopf. Achso, das ist dumm. Nein, wir spielen mit. Was ist mit da? Hadu. Was für ein Hadu? Hadu was zu essen? Das war, echt witzig. Hey, danke. Ich muss zugeben, dass die meisten nicht wirklich witzig sind. Wenigstens nicht zum Totlachen witzig. Sie sind eher eine Tradition. Die meisten stammen aus einem Buch, das wir vor langer Zeit gefunden haben. Walt Boys großes Buch der Kinderwitze. Sie sind nicht wirklich lustig, aber manchmal trösten sie einen eben ein bisschen. Ja. Wenigstens sieht sie sein. Warum lässt du dir nicht ein paar neue Witze oder Geschichten einfallen? Oh, hier passieren jede Menge lustiger Sachen. Zum Beispiel, als Sammy den Raider erschossen hat. Der dachte, er wäre ein Mädchen und so Zeug. Aber wir kriegen nicht wirklich viele neue Geschichten zu hören. Die Sammlertrupps bleiben die meiste Zeit undercover und hören so auch nichts Neues. Ich würde wirklich gern neue Geschichten über die große, weite Welt da draußen hören. Falls Sie also was hören, dann erzählen Sie es mir, ja? Ich kann dir ja mal eine Geschichte erzählen. Meine Geschichten gehen nur mich was an. Ich zeige dir den richtigen Hasen. Ja, sehr witzig, als er einen Raider erschossen hat. Die armen Kinder. Eine Geschichte? Die will ich hören. Vor kurzem hat mich mein Vater verlassen. Jetzt suche ich in der Wüste nach ihm. Ich tauschte mein tristes Leben gegen Ruhm und Abenteuer im Ödland ein. Vor langer Zeit wurden meine Leute begraben. Nun bringe ich der Wüste Schrecken. Du wirst Geduld haben müssen. Erstmal genug der Geschichten. Vor kurzem hat mich mein Vater verlassen. Jetzt suche ich in der Wüste nach ihm. Sie sind also wie ein dreibeiniger Hund, ja? Sie suchen nach ihrer verlorenen Pfote, was?
Und was ist als nächstes passiert? Und dann bin ich einer Riesenkrake begegnet. Ich würde ja weitererzählen, aber ich arbeite noch am Ende der Geschichte. Ja, das verstehe ich. Sich eine gute Geschichte auszudenken, braucht eine ganze Weile, nicht wahr? Ja, ja. Warum heißt du Knock Knock? Tja, als die Leute Niki bei seinem neuen Namen nannten, brauchte ich auch einen. So einfach ist das. Bei Zwillingen hört sich Nicknack und Sue einfach doof an. Ach, das ist dein Bruder. Ja, ich muss jetzt gehen. Und du? Vorsicht! Squirrel! Ich fühle mich sicherer, wenn ich weiß, dass sie in der Nähe sind. Kennt ihr den noch? Den haben wir aus Paradise Falls gerettet. Warum heißt du Squirrel? Ich gehe mal davon aus, ich habe den Namen wegen meiner wispelgierigen und charmanten Art. So wie meinem angeborenen Klettertalent. Knock Knock sagt, es liegt daran, dass ich so quirlig bin. Raten Sie mal, woher der Name kommt. Ciao, Squirrel. Okay, bis bald. Schön, dass es dir gut geht. So. Was ist los? Reden wir mal mit Eclair. Okay, ich hoffe, Archie hatte einen guten Grund, sie reinzulassen. Denn bis jetzt sehe ich nur einen Mungo, der uns unsere Lebensmittel wegfrisst und uns in die Scheiße reitet. Hehe. Der Bürgermeister ließ mich rein, weil ich die entführten Kinder gerettet habe. Hey, ich habe die Kinder von den Sklavenhändlern gerettet. Etwas Respekt, bitte. Ach echt? Sie haben also 3 weitere hungrige Mäuler zurückgebracht, ja? Und jetzt? Soll ich vielleicht Freudensprünge machen oder was? Hören Sie, ich bin Eclair und für den Dreck verantwortlich, den wir hier unten Essen nennen. Und wir haben ohnehin schon herzlich wenig davon. Also, 1000 Dank, dass Sie uns Leben zurückgebracht haben. Aber glauben Sie bloß nicht, dass ich deswegen für Sie eine Party schmeiße. Du weißt, dass es hier um Menschenleben geht, ja? Wie kann man darüber meckern? Wo bekommt ihr hier eure Nahrungsmittel her? Wollen Sie das wirklich wissen? Wenn wir sie nicht draußen sammeln können, kratzen wir sie von den Höhlenwänden oder schöpfen sie vom Wasser ab. Nein, nein. Das meiste Essen stammt von dem Pilz, der in den Höhlen wächst. Man muss sich daran gewöhnen, aber wir haben ja keine große Wahl. Er ist ziemlich sättigend, also brauchen wir nicht viel davon zu essen. Aber ich sag Ihnen, er schmeckt grauenvoll. Hast du was gesagt? Ich hab dir nicht zugehört. Wo kommt der Pilz her? Er ist recht schwer zu finden. Und ich habe gehört, dass er nur in diesen Höhlen wächst. Keine Ahnung warum. Ohne ihn wären wir schon alle tot. Auf welchen Bäumen wachsen Pilze? Auf gar keinen. Sie wachsen in Höhlen. Oh. Knock Knock hat ihn mal erzählt. Ich krieg ihn nicht mehr aus dem Kopf. Ist gar keine Arbeit, ihn hier unten anzubauen. Ich muss ihn nur einsammeln und zubereiten. Das Wichtigste dabei ist, dass man den Gestank wegbekommt. Ja, wie wächst der Pilz? Ich habe gehört, der Pilz wächst in den Becken, in denen die ersten Nemblade die Mungos reinwarfen. Zu mehr waren die Mungos aber nicht gut. Ich weiß nicht, ob's stimmt, aber die Sammler kommen oft mit sonderbarem Fleisch zurück. Es schmeckt schrecklich, aber der Pilz steht drauf. Keine Ahnung, wo die das Fleisch finden, aber wenn sie was finden können, tausche ich's gerne gegen Pilze. Natürlich muss MacReady einverstanden sein. Das ist alles, was ich zurzeit wissen muss. Na klar. Warum heißt du Eclair? Nun, ich habe meinen Spitznamen sicher nicht bekommen, weil ich süß und voll Schlagsahne bin. Falls es das ist, worauf Sie hinaus wollen. Damals, als ich noch beim Sammeltrupp war, habe ich mal ein paar Seiten eines alten Kochbuchs gefunden. Und manchmal probiere ich die Rezepte aus. Nur zur Info. Versuchen Sie nie aus Höhlenpilzen Eclairs zu machen. Den Nachgeschmack vergessen Sie Ihr Lebtag nicht. Ich hätte gern was zu essen. Ich lasse dich jetzt weiter essen. Wird auch Zeit. Das verschimmelte Zeug wird nicht besser. Den mag ich nicht. Will ich dir was sagen? Du siehst schon ganz schön erwachsen aus. Du wirst bald hier raus müssen, ja? Dann kannst du die grausame Welt da draußen kennenlernen. Dich kenne ich schon. Klopf, klopf. Die deutsche Übersetzung ist echt doof. Knock, knock und klopf, klopf. Hätten sie knock, knock lassen sollen. Wenn man mich fragt. Mein Nicknack. Haben sie auch nicht Schnickschnack genannt. Okay, hier war der Anfang, ne? Gut, gut. Da ist der Eingang und das ist hier nochmal das Bürogebäude. Da gehen wir jetzt auch nochmal rein. Entschuldigen Sie bitte. Hallo Lucy. Wer sind Sie? Was machen Sie hier unten? Du bist ganz schön auf den Kopf gefallen, ne? Ich bin Gast in der Stadt. Bürgermeister MacReady hat mich reingelassen. Ich habe die gefangenen Kinder befreit. Ich bin ein großer Held. Tja, wenn Sie sie echt zurückgebracht haben, erklärt das, warum RJ sie reingelassen hat. Kann man wohl schon als große Heldentat bezeichnen. Ja, danke. Ich bin Lucy und eine Art Mama für die Leute hier. Ich kümmere mich um ihre Sicherheit und verarzte, wenn nötig, Schnittwunden und Blutergüsse. Und wenn's zu spät war, sorge ich für die Beerdigung. Danke, dass Sie es mir erspart haben, weitere 3 meiner Schützlinge zu begraben.
Kann ich eine medizinische Behandlung bekommen? Ja, aber nur, weil sie 3 von uns gerettet haben. Scheint nur eine Schramme zu sein. Ich kann mich für 50 Kronkorken drum kümmern. Angesichts dieser Preise kann ich auch verzichten. Na gut, dann zehren Sie wenigstens nicht mehr an meinen Vor... Ja, ja. Können Sie mich von der Verstrahlung befreien? Wie kann man hier gesund bleiben? Ich bräuchte eine Wegbeschreibung. Wie kann man hier gesund bleiben? Es gibt immer eine ältere Schwester oder so, die sich mit Verbänden und Nähnadeln auskennt. Also kümmern wir uns um die kleineren Kratzer selbst. Und vor langer Zeit fand mal jemand raus, dass einige der Pflanzen und Pilze die Strahlung absorbieren. Den ganz Kleinen schmeckt das Gemüse nicht. Aber krank werden wollen sie auch nicht. Wir kommen schon zurecht. Sind also der einzige Doktor an diesem Ort? Naja, die Grundlagen kennen wir alle. Erste Hilfe in Kampfsituationen und so. Aber ich habe die meiste Erfahrung mit den harten Brocken. Bumble hat am meisten über das Schneiden und Nähen gelernt. Die Leute verspotten sie zwar, aber sie hat eine ruhige Hand. Natürlich muss sie jetzt noch lernen, was man abschneiden soll und was nicht. Okay. Klingt nach einem ziemlich nützlichen Pilz. Er ist ziemlich nützlich, vor allem zur Behandlung der geringen Strahlungsdosis, die wir alle aus dem Wasser bekommen. Der Pilz saugt sie einfach auf. Leider hilft er nichts gegen die Knochenerweichung, die viele kleine Kinder betrifft. Aber aus einem Buffout-Extrakt kann ich eine Medizin herstellen. Wenn Sie also MacCready überreden können, würde ich gerne Pilze gegen Buffout tauschen. Aber er muss damit einverstanden sein. Ach so. Das ist alles, was ich wissen muss. Naja, zumindest so lang, bis Sie ein Heftpflaster brauchen. Ja, ja. Kann ich meine Medizin in blablabla. Ja, ich lasse dich jetzt mitarbeiten. Hoffentlich bleibt es heute bei aufgeschlagenen Knien und blutigen Nasen. Das hoffe ich für dich auch. Wer bist du denn? Im Schlafanzug. Bumble. Wow, ich habe noch nie einen Mungo so aus der Nähe gesehen. Sind Sie Raider? Oder Sklavenhändler? Oder Mutant? Weil, wenn Sie das sind, muss ich mich verstecken, weil ich bin zu jung und darf noch keine Waffe verwenden. Ich komme gerade vor wie ein Zootier. Wow. Ich bin nicht so einer. Ich bin ein Waldbewohner. Zumindest war ich in deinem Alter. Ich bin ein schreckliches Monster und werde dich auffressen. Nein, ich war Waldbewohner. Haben Sie unten in der alten Vault gewohnt? Ich dachte, da lebt gar keiner mehr, weil es da von Monstern nur so wimmelt. Der Bürgermeister lässt uns da nicht runtergehen, weil noch nie einer von dort zurückgekommen ist. Sie sehen aber nicht wie einer aus, der nicht zurückgekommen ist. Also kommen Sie vielleicht gar nicht von da. Warum nennt man dich Bumble? Es ist nur ein Name, okay? Ist nicht meine Schuld, dass ich ständig Sachen umwerfe. Lucy sagt, ich muss noch erwachsen werden. Mach dir nichts draus. Ich laufe auch immer gegen irgendwelche Dinge. Ich bräuchte eine Wegbeschreibung. Schau. Tschüss. 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 Was haben wir denn hier? Ist hier irgendwas Schönes? Okay, ich darf hier anscheinend nirgends voran. Gut. Siehst du, habe aber was umgeschmissen. Ist alles okay. Ein Teddybär. Ein Teddybär. Amateurfunkbox. Da darf ich überall nicht ran. Okay, okay, okay. Hier ist es nicht sicher. Okay. Sharon hat mal wieder seine Nase. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Seine Nase ausgestreckt und hat Gefahr gerochen. Der alte Stachel rochen. Okay. Vorsicht! Ja. Danke dir, dass du so um mich besorgt bist. Okay, jetzt haben wir hier alles. Die hatten wir ja schon. Klopf, klopf, ne? Vorsicht! Klopf, klopf. Hält da. Der schlimmste Albtraum. Okay, haben wir jetzt alle Kinder? Ich höre mir sowas ja immer super gerne an, die Geschichte und so. Die hatten wir noch nicht. Princess. Princess. Vorsicht, was zum Teufel hat sich RJ dabei gedacht, einen Mungo wie Sie hereinzulassen? Also, für wen arbeiten Sie? Raiders? Sklavenhändler? Mutanten? Antworten Sie, Mungo. Der Bürgermeister ließ mich rein, weil ich eine Freundin gerettet habe. Ich arbeite für gar niemanden. Wenn du mir Ärger machst, wird es dir leid tun. Nein, der Bürgermeister hat mich natürlich reingelassen. Oh, Sie dachten, Sammy und die anderen hätten es nicht irgendwann allein zurückgeschafft. Bei allem, was ich ihm beigebracht habe? Also, wer sich hier länger aufhalten will, sollte wissen, dass ich Prinzess bin und hier das Sagen habe. Und nicht vergessen, Mungo. Wie ist es, so ein Hintertor zu bewahren? Wie kommt denn so jemand wie du zu dem Spitznamen Prinzess? Wie ist es so, das Hintertor zu bewachen? Es ist so langweilig. Es versucht so gut wie gar keiner mehr, durch das Hintertor reinzukommen. Ich habe gar keine Chance mehr zu schießen.
wäre lieber am vorderen Tor, aber RJ hat mich gezielt hier hinten stationiert. Vorne hätte ich wenigstens eine Chance, unerwünschte Besucher abzuknallen. Sie mit einbezogen, Mungo. Warum schießt du auf mich? Es wäre ein Fehler gewesen, auf mich zu schießen. Ja. Ach echt? Was für eine lebhafte Fantasie Sie haben. Wenn Sie jemandem einen Bären aufbinden wollen, sollten Sie sich besser an die jüngeren Gören halten. Wie kommt denn so jemand wie du zu dem Spitznamen Princess? Ich muss Ihnen keine Rechenschaft ablegen, Mungo. Halten Sie den Rand und ziehen Sie Leine. Aber wenn wir schon dabei sind, gehen Sie mir nie wieder mit blöden Sachen wie Spitznamen auf die Nerven, klar? Ist das eine Tage oder was? Ja, gut. Oh, was bin ich froh, dass ich Ihre Erlaubnis habe, Schwachkopf. Hey, du hast gleich eine Kugel im Kopf. Ist das? Das ist Nicknack. Nicknack. Hier waren wir ja auch schon, ne? Hallo. Ja, hallo. Hallo, Bumble. Bumble. Bumblebee. Da war das hintere Tor, ne? Ich will nur noch mal gucken, ob da noch jemand steht, mit dem ich reden kann. Ich weiß, das ist gerade eine dialogreiche Passage, aber das muss auch sein. Fallout hat halt eine reiche Geschichte. Hier war ja nichts Besonderes los. Okay, Squirrel tschüss. Wir schon. Sammy. Wir hatten die Hilfe eines Mungus nicht nötig, um da rauszukommen, wissen Sie? Aber Sie haben uns geholfen. Daher, danke. Aber jetzt muss ich wieder zurück und mit Princess das Hintertor bewachen. Boah. Weißt du, warum Princess immer ärgerlich wird, wenn man sie so nennt? Vor langer Zeit redete Princess allen ein, dass sie Bürgermeisterin werden müsste. Ihre erste Handlung als Bürgermeisterin war, ihren Titel zu Princess zu ändern. Es hat nur 5 Minuten gedauert, bevor MacCready ihr auf die Nase gehauen hat und als neuer Bürgermeister gewählt wurde. Es war toll! Okay, sie war nur 5 Minuten Bürgermeisterin? Ja, MacCready sagte, wir bräuchten jemanden, der auf uns aufpasst, nicht uns rumkommandiert. Dann hat er ihr eine verpasst. Seitdem gibt sie Ruhe. Deshalb bleibt er auch Bürgermeister. Ich hoffe, dass ich irgendwann auch mal so cool sein werde. Krass. Ist sie immer noch wütend auf sie? Auf keinen Fall. Ich glaube, sie ist verknallt in ihn. Sie verhält sich ihm gegenüber echt merkwürdig. Danke, Sammy. Das sind nützliche Infos. Danke. Vielleicht können Sie sie etwas runterbringen. Das hatten wir ja schon. Macht es Spaß? Nein, weil Princess mich immer rumkommandiert und ich nie auf etwas schießen kann. Sie macht sich ständig lustig über mich, weil sie sauer über ihren Spitznamen ist und nichts zu sagen hat und so. Aha, okay, das war's. Bis später. Hey, MacCready. Was wollen Sie, Mungo? Ich habe von den Pilzen in der Höhle gehört und ich möchte ein Geschäft vorschlagen. Ja. Ja, kann mir gut vorstellen, dass Sie von den Pilzen in meiner Höhle gehört haben. Ja, die Höhlenpilze, sicher. Gut als Lebensmittel und Medizin und der einzige verdammte Grund, weswegen wir hier unten überlebt haben. Sie wollen sich also eine Scheibe dieses grau-grünen Goldes abschneiden, ja? Vielleicht kommen wir ins Geschäft. Was haben Sie zu bieten? Ich bringe die erforderliche Ware und bringe dafür Pilze. Gib mir den Pilz oder ich vergrab hier alles unter der Erde und dich dazu. Ich muss darüber nachdenken. Ich werde mich wieder melden. Ich bringe die erforderliche Ware und bekomme dafür Pilze. Klar, und wir sollen glauben, dass sie uns saubere Nahrung und Medizin bringen und nicht versuchen, uns zu vergiften, um sich hier breit zu machen. Nein, wir haben keinen Deal, Mungo. Das hier ist unser Pilz und wir haben einfach nicht genug davon, um ihn mit Freaks wie Ihnen zu teilen. Okay. Wir sehen uns. Ja, schon gut. Und tschüss. Hier könnte es gefährlich sein. Ja, gut. Wenn er nicht will, Pech. Das hier nicht nötig. Das ist doch Princess, ne? Princess, ich habe Informationen. Na, sieh mal, wer da ist. Ja. Ich weiß, warum sie dich Princess nennen, Princess. Und warum? Weil ich die Prinzessin von Little Lamplight bin? Muss dir nicht peinlich sein. Nicht jeder hat das Zeug zum guten Bürgermeister. Hab gehört, MacCready hat dich fürs Prinzessenspielen ordentlich versohlt. Nee, das erste. Ruhe! Sobald ich rauskriege, wer da seine Schnauze aufgerissen hat, gibt's Keile. Ach, das ist eh schon so lange her. Wirklich? Dann ist es aber komisch, dass er die meiste Zeit mit Lucy verbringt. Noch nicht mal 5 Minuten, du hast schon aufgegeben, was? Weißt du was? Vergiss es, ich will nicht, dass du deshalb heulst. Das erste, Charisma, ich glaube, dann gibt's dann halt Erfahrungspunkte.
Das stimmt nicht. Sie sind ein Lügner. Halten Sie Ihren blöden Mund, Lügner. Ich weiß, dass RJ mich mag. Das tut er wirklich. Lassen Sie mich einfach in Ruhe, Sie Mungo-Depp. Ich hasse Sie. Oh, Entschuldigung. Ich will mit Ihnen nicht reden. Das ist wie einem Kind einen Lolli wegnehmen. Das ist halt sehr verführerisch. Oh, wir gehen jetzt noch in die Great Chamber. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich erfünfe mal. Hallo. Hallo? Little Lampleiter? Hey, ein Mungo hier unten, der einfach herumspaziert. Ja, lauf schnell zu deiner Mami. Ach, hier gibt's ja keine Mamis. Wo sind eigentlich die Eltern? Wer gebärt diese Kinder? Wo kommen sie her? Alter. Boah. Was geht denn hier? Bin ich hier? Hooligan? Hä? Das verwirrt mich hier ein bisschen, das Höhlensystem. Da waren wir ja. Was ist denn hier unten für ein Höhlensystem? Das ist mir ja wieder zu viel fast, ne? Überall Hunde. Züchten die die? Ginger, Pete. Okay. Metall. Hallo. Hallo. Zip. Der Bürgermeister sagt, es ist okay, dass Sie hier sind, oder? Mungos dürfen hier nämlich nur rein, wenn sie okay sind. Sie sind ein okay Mungo, oder? Weil wenn Sie kein okay Mungo sind, muss ich Sie aufhalten und dazu muss ich meine Pistole aus dem Schrank holen. Also warten Sie hier, okay? Das ist geil, Alter. Nein, nein, ich will keinen Ärger machen, du brauchst deine Waffe nicht. Verschwind, Kleiner, gieß mir auf den Zeiger. Nein, nein, du brauchst keine Waffe. Oh gut, denn MacReady sagt, ich darf meine Knarre nicht mehr haben. Jedenfalls nicht seit dem letzten Mal, obwohl es echt nur ein Unfall war. Hey, Sie haben nicht zufällig eine Nuka-Cola, oder? Wenn ich schon keine Knarre haben darf, dann auch bestimmt eine Nuka-Cola. Egal, ich heiße Sip. Sie wissen schon, fast wie ein Zipper. Nicht, weil ich aus Metall bin, sondern weil es bei mir oft auf und ab geht. Der ist geil. Ich liebe das, wenn Charaktere mit so einem Leben gefüllt sind, dass man sich einfach, weiß ich nicht, dass die total interessant sind. Ey, der ist ja richtig geil. Vor allen Dingen, ich lese die Texte ja immer, also wenn ich mit Leuten hier kommuniziere, lese ich die Texte ja immer schon viel, viel schneller, als die das immer fertig gesprochen haben. Und bei ihm passt es endlich mal. Da muss ich nicht mehr ewig warten, bis sie zu Ende gequatscht haben. Ist geil. Warum heißt du Sip? Warum Sip? Warum überhaupt ein Spitzname? Ja, wieso nennen Sie mich nicht einfach Ricky oder Jensi oder Justus B. Wenderbanger der Dritte? Sie sagen, den Namen habe ich, weil ich so schnell bin, aber ich bin meiner Meinung nach gar nicht so schnell. Sie sind alle nur tierisch langsam. Das wird vielleicht ewig ein Geheimnis bleiben. Ein bisschen wie die Frage, wie die Bläschen in die Nuka-Cola kommen. Haben Sie eine? Du hast doch gesagt, du bist auf der Suche nach Nuka-Cola. Ich gehe, du bleibst. Weit weg von mir. Nein, du hast doch gesagt, du bist auf der Suche nach Nuka-Cola. Ja, je mehr Nuka, desto besser. Es ist auf jeden Fall besser als weniger, weil es ohne Nuka überhaupt nicht gut ist. Haben Sie welche für mich? Ich tausche alles, was ich habe, gegen mehr Nuka-Cola. Jederzeit. Nuka für Sip, Nuka für Sip. Der ist einfach ein Suchti, das ist es. Der trinkt so viel davon und ist voll auf Koffein. Ist nicht gut für Kinder. Was würdest du gegen eine Flasche eiskalte Nuka-Cola tauschen? Egal, ich finde, du hattest genug Zucker für heute. Was würdest du denn dafür tauschen? Das letzte Mal, als ich draußen war, habe ich etwas Fallobst gefunden. Ist zwar nicht so süß wie Nuka, aber vielleicht mögt ihr Mongus das ja. Scheint mir ein guter Tausch. Hier. Hurra, ich habe das Nuka-Cola-Spiel gewonnen. Was ist der Preis? Nuka-Cola? Ja. Kannst du sonst noch was gegen eine Nuka-Cola tauschen? Momentan habe ich nichts weiter. Kommen Sie morgen wieder. Vielleicht habe ich da noch mehr und Sie bringen noch mehr Nuka, damit ich mehr Nuka habe, ja? Ich gehe, du bleibst weg von mir. Okay, bis zum nächsten Mal, Miss. Meine Fresse, ist sehr cool. Und ich finde, mit diesem coolen Charakter machen wir jetzt hier ein Folgenpäuschen. Wir haben in Little Amplight viele tolle Leute kennengelernt. Vor allen Dingen Sip gerade, der hat nochmal gerade die Kirsche auf die Torte gesetzt, finde ich. Und in der nächsten Folge gucken wir uns hier dieses Höhlenkonstrukt noch weiter an. Ich glaube, hier können wir noch vieles erfahren und vielleicht gibt es ja auch noch ein paar Aufgaben in Little Amplight. Ich hoffe es. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich finde nie Missionen in Fallout. Ich weiß nicht, ob das bei mir ein Bug ist. Keine Ahnung. Naja. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und lasst mir doch ein kleines Vorsicht. Feedback da.
Ja, das würde mich auch freuen. Also, macht's gut. Ciao, ciao. Bam!